So, in der Theorie sollte das jetzt hier funktionieren. So nämlich. Schönen guten Abend. Heute müssen wir zum Draften auf Magic Online ausweichen, was die folgende Bewandtnis hat. Magic Arena hat nur den Arena Cube und Alchemie zum Draften und das muss ja nicht sein. Deswegen gönnen wir uns einen Vintage Cube Draft auf Magic Online. Bin einigermaßen zuversichtlich, dass die Cubes recht schnell feuern, weil Vintage Cube Draft wollen ja immer alle. Siehe da, geht los. Ja, mein Mox, easy going. Ja, so kann ja auch mal losgehen. Moxe sind als Power 9 Pieces offensichtlicherweise ziemlich krasse First Picks, weil nichts geht über 0 Mana Artefakte, die Mana machen. Ansonsten ist hier Mishras Workshop, der auch so ein bisschen mein Boy ist. Ich mag ja alles, was mit underkosteten und overpowerten Artefakten zu tun hat. Und der Mishras Workshop hilft dabei, Artefakte zu underkosten. Aber ansonsten, ja, natürlich Cube-üblich, viele gute Einzelkarten. Ich schätze mal, man könnte auch einen Punkt machen, dass ein Tutor eine gute Sache ist. Aber First Pick ist ganz klar der Mox, der legt uns auch nicht fest. Nur weil es ein blauer Mox ist, müssen wir natürlich nicht blau spielen. Wir können einfach mal gucken, wo das hier so hinführt. Genau, grundsätzlich kann man, will man im Vintage Cube eigentlich immer entweder richtig krasse Agro-Scheiße machen, also Mono-Weiß oder Mono-Rot und voll aufs Fressbrett, oder richtig abgefahrene Kombos. So durchschnittliches Midrange oder Kontrolle will man eigentlich nicht unbedingt haben. Außer man hat irgendwie sein ganzes Leben und Streben darauf ausgerichtet, Kontrolle und Midrange zu spielen. All diese Überlegungen helfen nicht wirklich, wenn man diesen Booster betrachtet. Ich mag Stoneforge Mystic. Da muss man aber natürlich auch noch Payoff für bekommen. Ich mag Blackblade, aber so richtig geil finde ich das auch nicht. Witherbloom Command ist eine nützliche Karte. Aber weil das alles irgendwie nicht so richtig ansprechend und zielführend ist, nehme ich einfach mal den Smuggler's Copter. Der wäre tendenziell eine Agro-Karte, lässt mich aber noch offen, was die Frage angeht, welche Farbe von Agro werden wir denn eigentlich? Hier ist eine Jitte, die sagt, das natürlich so ein bisschen letzte Mal den Stoneforge genommen, aber Jitte ist auch ohne Stoneforge ziemlich geil. Ansonsten ein netter Draft-Around ist natürlich auch Survival of the Fittest. Tanglewire ist auch super, super geil. Ich hoffe mal, dass Tanglewire tabled, das wäre ein großes Fest. Und nehmen jetzt die Jitte, die passt auf jeden Fall im Geiste gut in ein Smuggler's Copter Deck. Da ist ein Smokestack. Wir können auch so ein bisschen Artifact-Stacks mäßig werden. Das lässt sich auch durchaus mit Aggro kombinieren. Wenn das Tanglewire rumkommt, wird das auf jeden Fall ein ganz großes Fest. Alternativ haben wir hier ein Fetchland, das ist grundsätzlich auch nicht schlecht. Aber Schwarz-Grün sind eher unwahrscheinliche Farben im Moment, würde ich sagen. Triland macht man auch nicht so viel mit falsch. Man kann Goblin Guide nehmen, um hier Aggro-Fressbrett-mäßig in Richtung Rot zu dippen. Aber ich glaube, ich nehme mal den Smokestack. Und hoffe wirklich, 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 dass die Tanglewire tabled. Denn Agro-Decks mit Stacks Fallback mag ich richtig gerne. Pondatrium sind okay Karten. Metalworker für krasse Mono-Braun-Action. Ich meine, wir haben bisher nur Artefakte gepickt. Der Metalworker ist nicht komplett off. Adeline ist aber auch eine richtig coole Karte. Auch wenn man Smokestack hat und auf Tanglewire hofft. Sind so Tokenschmeißer natürlich super. Das wäre dann so White Agro Stacks mäßig das Deck. Wir können ja auch noch den universal nützlichen Phyrexian Revoker nehmen.
Ich mag Showdown als Card auch total gerne, aber ich bin bisher noch in keine Farbe committed. Jetzt direkt in zwei committen muss eigentlich nicht sein. Das lassen wir, glaube ich, mal bleiben. Ich nehme mal die Adeline daraus. Ich glaube, Metalworker und Revoker sind nicht ganz so strong. Muss aber schon konstatieren, dass generell Weiß-Kreaturen nicht so richtig am Start sind. Das ist keine Karte für ein Kreaturendeck. Ich meine, es gibt Szenarien, wie, wo ich in ein Stacks-Deck eventuell einen Wrath of God reinborne. Aber eigentlich auch nicht so gerne. Darethi ist eine Sache, der ist halt so ein Artefakt. Wünsch dir was, Boy. Und wir haben viele Artefakte. Wir könnten also auch irgend so ein generisches Artefakt-Metas-Deck bauen. Vielleicht tabelt auch noch ein Workshop. In diesem Booster ist sowieso nichts, was mich richtig drastisch anspricht. Nehmen den Darethi mal mit und schauen mal, wo das hinführt. Hier wäre eine weiße Agro-Karte noch drin. Ansonsten, naja, wenn wir rot sein wollten, ist Unholy Heat ein okayes Removal. Avalanche Riders für so Stacks-Themen könnte man sicherlich auch spielen. Aber ich glaube, ich hätte im Vakuum mehr Bock auf Mono-Weiß. Und guck mal, ob einfach nur Mono-Weiße Aggro-Karten unterrepräsentiert waren und ob da vielleicht was geht. Goblin Rebel Master ist so ein bisschen der Adalina-Ersatz in Rot. Hier ist allerdings auch ein Armageddon drin. Und wenn wir schon im Stacksland leben, dann ist Armageddon auch keine so ganz schlechte Karte, glaube ich. So, mein Booster ist wieder da. Adento Vanguard ist noch drin. Das ist schon ein ziemliches Zeichen. Hangerback Walker ist auch eine gute Karte. Wir stellen übrigens fest, dass der Mishras Workshop nicht mehr drin ist. Was ein bisschen bedauerlich ist. Aber den, ja, na, das bedeutet, dass Tanglewire auch nicht mehr kommen wird, wahrscheinlich. Ja, ich muss hier jetzt weiß zumachen und den Vanguard nehmen, auch wenn ich tendenziell gerne den Hangerback Walker gehabt hätte. Geist of Sandcraft. Oh, ich meine, wir haben auch schon einen blauen Mox, so schwer zu spielen wäre der tatsächlich gar nicht. Rot will ich eher nicht. Stacks freut sich oft über Schwarz-Weiß. Ich glaube, die größte Chance von Karten, die in diesem Booster sind, um hinterher ins Deck zu kommen, und Vindicate tatsächlich. Der kann immer bei Landfall wieder gecastet werden. Boah, ist prinzipiell auch gut im Stacks-Deck. Wie befürchtet ist der, das Tanglewire nicht rumgekommen. Ah, ist sehr ärgerlich. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob Smokestack Armageddon es tatsächlich werden. Ist noch ein Goblin Guide drin. Ein Karmic Guide werde ich sicher nicht spielen. Oh, damit. Vielleicht werde ich sie doch spielen. Seufzt. Wir nehmen den Showdown jetzt mal mit. Mittlerweile sind wir ja weiß. Falls wir noch rot werden. Sonntiden. Ob wir da hinkommen von Mana her? Fraglich. So, Booster 2. Erster Booster war so okayisch zufriedenstellend. Hier ist ein Lotus Petal, das mag ich. Disenchant ist auch eine starke Mainboard-Karte tatsächlich im Cube. Im Miracool kommen wir, glaube ich, nicht an. Wenn wir Armageddon und Smokestack spielen, ist Ramunap Excavator eine Karte. Bisher habe ich allerdings nicht so richtig großen Bock, grün zu sein. Nee, ich glaube, das ist hier zwischen Petal und Disenchant. Disenchant ist schon stärker. Es gibt so starke Artefakte und Enchantments. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Oh, Crucible und Wasteland. Hearth, Lodestone Golem. Ein 4-Mana Gideon. Ein Mana Rock. In welche Richtung wollen wir hier?
Wasteland nehmen. Crucible Table? Nein, Crucible wird wahrscheinlich nicht Table. Wasteland wird aber auch auf keinen Fall Table. Eher Tables und 4 Mana Gideon. Wasteland möchte ich schon haben, glaube ich. Da ist ein Recruiter of the Guard. Sucht Kreatur mit Toughness Tourless. Das ist bisher überschaubar, aber das könnte ja noch werden. Wir nehmen den mal mit. Balance und Muddy. Metamorph Imperial Seal. Länder, die Karten ziehen können. Balance macht mich natürlich total an. Damit kann man schon relativ brokene Dinge hinkriegen. Das Ganze passiert für Länder, Handkarten und Kreaturenanzahl wird angeglichen. Das ist schon ganz schön großartig eigentlich. Council's Judgment ist ein Premium Removal, das können wir gerne mitnehmen. Starke Karten, mit denen wir weitestgehend nichts anfangen können. Boah, ist ein bisschen grindier, als mir das eigentlich lieb ist. Ich nehme mal eine Kitchen Finks. Trident, was keiner braucht. Noch ein Trident, was keiner braucht. Dahlia ist natürlich eine Frechheit. Eventuell müssen wir die Möglichkeit, rot zu werden, auch nochmal am Leben erhalten. Jetzt mit der Möglichkeit, schwarz zu werden. Durch beide Karten nicht so gut wie Laelia. Laelia ist schon ein ziemlicher Karton. Da ist Armageddon Nummer 2. Ich bin mir dummerweise bei Armageddon Nummer 1 noch nicht mal sicher, ob ich es spiele. Und hier kommen auch gar nicht mehr so viele der interessanten Farben. Wir haben eine Thespian Stage gesehen. Und so ein bisschen ein Land Package auf die Reise geschickt. Ich nehme mal Dark Depths für den unwahrscheinlichen Fall, dass von dem Zeugs was rumkommt. Können wir damit vielleicht noch was anfangen. Tabled auch Zeug, was nicht so wirklich jemanden interessiert. Ich mag zwar ein Burial Rise als Karte, aber das hier ist, glaube ich, nicht das Deck dafür. Heroes Downfall, Doppelschwarz, sehe ich auch irgendwie nicht kommen. Ich nehme so ein Adversary mit. Die Stage kommt schon mal rum. Das heißt, wir hätten schon mal Teile der Dark Deaths Combo beisammen. Wir haben noch ein Crucible auf die Reise geschickt, der wäre eventuell ein bisschen interessant, aber ja, wir haben eben auch noch einen Reclaimer spät weitergegeben. Es wird uns wahrscheinlich einfach an Tutor-Möglichkeiten für die Thespian Stage Dark Deaths Combo fehlen. Wir können auch jetzt einfach einen Evescent oder einen Lodestone Golem nehmen. Das sind auch alle nicht so richtig toll. Ich nehme mal die Stage mit. Vielleicht findet man ja noch sowas wie eine Ursas Saga oder sowas. Ich gehe jetzt einfach mal stillschweigend davon aus, dass Ursas Saga im Cube ist. Silent Clearing. Wow. Spiele ich wahrscheinlich sogar, wenn ich nicht schwarz werde. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Vielleicht können wir irgendwelche bescheuerten Dinge mit Sun Titan und Lion's Eye Diamond machen, aber ich glaube ja nicht. So, Last Booster. I gave you my heart. Wir haben einen Time Walk. Wenn mein Deck das weiße Deck wäre, was ich draften wollte, wäre das natürlich ein Träumchen. So Kreaturen legen, Time Walk machen, ist schon ganz schön gut. Ich sag mal so, ich glaube, unser Deck kann trotzdem vom Time Walk profitieren und wir haben schon einen blauen Mox, den wir eh spielen, der den casten kann, dann nehmen wir den einfach mal mit. Wie gut das letzten Endes alles so ist, muss ich noch herausstellen. Also auf jeden Fall ist sehr creative drafting hier. Also das hier ist alles das große Fragezeichen-Package. Also ich habe weder die Mana-Beschleunigung, um in diese 5 und 6 Drops reinzukommen,
Noch habe ich das Early Game, um mit Armageddon und Smokestack wirklich gute Sachen zu machen. Da ist ein Solring. Das ist ganz schön krass. Und da ist auch noch ein Grim Monolith. Hallo. Okay. Und den First Pick beneide ich, den vor mir sitzenden da. Auf jeden Fall nicht. Krass. Das wäre so ein Booster von der Qualität. Ich nehme den und dann höre ich auf zu draften und krieg schon irgendwie ein Deck zusammen. Figure of Destiny wäre auch noch ganz schön geil, aber ich nehme Sol Ring. Da ist ein Lurrus. Lurrus und eine Skyclave Apparition ist auch ganz schön gut. Und ein Ragavan. Wie sieht es denn mit den Optionen aus, Rot als Zweitfarbe zu nehmen? Ich glaube, das ist eher so mäßig bis unnötig. Ich bedauere ein bisschen, dass ich das Lotus Petal nicht genommen habe. Was in Fachkreisen noch Lurrus Petal genannt wird. Kann man aber trotzdem vorstellen, dass Lurrus gut genug ist. Ich nehme ihn einfach mal mit. Da ist ein Knight of the Reliquary. Der ist natürlich eine ziemliche Granate mit Deaths on Stage. Problem an der Sache ist, bisher habe ich eigentlich noch gar keine Aktien in Grün. Aber die Alternativen überzeugen mich hier auch nicht wirklich. Schwert mag ich nicht, Bladesplicer mag ich nicht, Gideon mag ich nicht. Wir nehmen den mal mit. Mal gucken. Intrepid Adversary ist sehr gut. Rest des Boosters sieht mehr oder minder unbrauchbar aus für uns. Also Intrepid Adversary. Monastery Mentor mag ich sehr, sehr gerne. Ist einfach so ein Must-Kill für den Gegner, auch wenn wir jetzt nicht das Ultra-Spell-Stack sind. Aber den nehme ich auf jeden Fall mal easy mit hier. In Ashen Rider kommen wir nicht hinein. In Jorion möglicherweise. Ich glaube nicht, dass ich ein 60-Karten-Deck spiele, aber der 4-5-Flieger, der alles blinkt, könnte ausreichend sein von der Qualität her. Ja, das, was hier noch auf der Bank sitzt, ist, glaube ich, damit kriegen wir kein 60-Karten-Deck für Jorion voll. Nö, für Lurrus kriegen wir übrigens auch keinen. Dingsbums voll. Blau-weißes Land. Blau-weiß-schwarzes Land mit Cycling. Sind beides gute Möglichkeiten. Wir wollen ja schließlich einen Time Walk spielen. Das hat auch noch Plains als Subtype. Das ist für den Knight of the Reliquary interessant. Opposition ist irgendwie auch eine sweete Karte, aber Doppelblau kriegen wir nicht gesplasht. Und so das derbe Spawn-Deck sind wir ehrlich gesagt auch nicht. Da ist ein grün-weißer Mana-Stein. Der könnte random sogar was können. Da ist noch ein schwarz-weißes Land. Ich glaube, der Schwarz-Weiß-Train ist abgefahren. War so ein bisschen Rampy Ramson kann man durchaus machen. Talia kommt rum. Jo, das war der krasse Booster mit. Wo auch noch der Grim Monolith drin war und so. Wir haben schon selber auch einige Spells, die wir eigentlich nicht teurer machen wollen mit Talia, aber die ist einfach auch so gut in so vielen Matchups. Müssen wir, glaube ich, einfach nehmen. Hier ist noch ein Land mit Weiß und Grün drin. Da ist noch ein Land mit Weiß und Grün. Und auch noch Blau für den Time Walk. Ich glaube, das ist ein Geschenk. Das machen wir alles eher nicht. Das machen wir auch eher nicht. Das machen wir auch eher nicht. Okay, this is interesting. Das Deck hat sich nicht so entwickelt, wie ich gehofft habe. Also das klassische Weiß-Aggro findet hier auf jeden Fall nicht statt. Ist die Frage, ob wir ein Dark Devs Thespian Stage Gerät einbauen, ob wir eventuell was mit Rot oder mit Schwarz splashen.
für ganz groben Unfug mit Lineside Diamond machen können, aber ich glaube, das ist nicht möglich, ne? Das bringt's nicht. Das ist nicht wirklich eine Combo. Ich meine, ich kann in LED mit Lures spielen und wieder ausspielen und dann habe ich trotzdem keine Hand und hab nichts davon. Mäßig gute Idee. Die Kurve ist so lala. Das ist übrigens tendenziell unsere Länder 16 und 17. So gesehen hätten wir theoretisch sogar noch einen Slot frei. Unsere Landbase gäbe es theoretisch her, einen Vindicate zu spielen, weil zwei unserer Länder sowieso schwarz mit drin haben. Die hier sind, möchte ich auch tatsächlich, glaube ich, alle mitnehmen. Ja, ist schon eher ein kreativer Haufen hier, aber ich glaube, das ist okay. Achso, Moment. Wenn wir diese Combo hier spielen wollen, dann ist Dark Devs ja auch ein nicht Mana produzierendes Land, dann spiele ich glaube ich lieber das als das Vindicate. Und dann dazu 17 Länder bzw. Moxasol-Ringe, die Mana produzieren. Im Grunde brauchen wir eigentlich nur Plains und halt irgendwie Sicherstellung, dass wir Night und Time Walk bei Bedarf mal casten können. Das macht blau und grün, das macht blau. Also allzu viel Verrenkung ist da gar nicht mehr nötig. 7111, also der Swamp, der passiert schon mal nicht. Eine Island, ein Forest noch dazu. Ja, ich denke, das könnte funktionieren. Versuchen wir einfach mal so. Ich bin nicht besonders überzeugt von dem Deck. So ein klassisches, wir haben da so ein paar Ideen gedraftet. Mal gucken, ob die was tun. Können hier und da mal ziemlich gut aus der Box kommen mit Mox Sapphire und Soul Ring. Können aber auf jeden Fall auch daran scheitern, dass im direkten Vergleich der Gegner eventuell mehr Ahnung davon hat, was sie eigentlich spielen wollen. Und wir vielleicht nicht so. So, wir werden sicherlich gleich einen Gegner finden. Bis dahin können wir schon mal uns ein bisschen mit Kartenraten aufwärmen. Das ist aus Kaltheim. Und ich glaube, das ist das 3-3 Vigilance Boot. Nicht Long Out, Long Boat. Ha! So sieht das nämlich aus. Den kenne ich auch. Das sind 4-Mana 2-2 Infektköter aus Cars of Mirrodin. Und wie hieß der? Infectious Cur oder sowas. Nee, der hieß anders, der. Der soll über 4-Mana 2-2 Infekt und hat noch eine Sonderfähigkeit. Corpse Cur ist doch ein Cur tatsächlich. Was ist denn der Leichenköter auf Deutsch, ne? Tatsache. Infekt und wenn er reinkommt, kann
Auch ein Infect-Kreatur-Grave-Ding. Ja, der war eine Sache im Raft. Ich erinnere mich dunkel. Witchcard ist das. Ich habe das Bild schon mal gesehen. Aber zu welcher Karte gehört das? Und das ist eher neu oder eher alt? Es könnte auch easy eine neue Karte sein, die irgendwie eine Hommage an eine alte Karte ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie so eine Mitte der 90er, ich färb irgendwas um Geschichte. Twiddle. Ah, die kennt man doch sogar. Das ist einfach das 8. Edition Artwork von Twiddle. Ich verstehe. Na gut. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das sieht vom Style her sehr nach Ravnica aus. Diese Helme von den Jungs und dann dieser seltsame Kraftfeldring mit komischen Runen drin, was irgendwie nach Azorius aussieht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Blau-X-Tap-Zeugs-Zauber. Wir werden das später auflösen, denn wir haben einen Gegner gefunden. Joa. Sieht spektakulär aus. Bin nicht so ganz sicher, wo das hinführen wird. Okay. All unsere Geheimnisse liegen offen. Das mag ich bei dieser Hand ja überhaupt nicht. Wenn ich schon nicht weiß, wo ich hin will mit meinem Deck, dann wäre es eigentlich gut, wenn der Gegner das auch nicht wüsste. Insbesondere finde ich doof, dass er jetzt weiß, dass ich ein Wasteland habe. Da mag ich doch deutlich lieber Gegner mit überraschen, als dass sie sich darauf vorbereiten können. So, mal gucken, ob es gleich irgendeine Line gibt, die besser ist, als Luris ans Steuer vom Smugglerscopter zu setzen. Time Walk. Hey, wir können eine Thespian Stage spielen und seine Seachrom Coast kopieren. Was beinhalten würde, dass wir Seachrom Coast nicht wastelanden sollten. Ja, dann fragen wir doch einfach mal nach, wie viel Removal er so grundsätzlich rumliegen hat. Ob er es schafft, Copter und Luris zu beseitigen. Für Copter scheint er keinen zu haben, oder er ist fein damit, dass wir durch die Gegend lupen. Ich denke, Adeline brauchen wir. Ich denke, Jorion brauchen wir eher nicht. Jitte können wir nicht abwerfen, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Luris Next ohne noch da ist, um uns die zurückzubringen. Und gleichzeitig, falls er jetzt einfach nur 3 Drop permanent legt, müssen wir schon Jitte spielen und equippen können. Er macht da erstmal nichts. Okay. Boah, ich glaube dann möchte ich mal dieses Land kopieren. Ich mache mal sicherheitshalber einen Stop hier. Mach das da kaputt. Ertappt sich nicht mal Mana in Pool. Beginning of Combat wird dann hier durch die Gegend gecrewt. Okay. Dann, da wir Blau jetzt erstmal gesaved haben, holen wir uns mal einen Grün, falls es nochmal relevant wird. Ja, looten wollen wir auch. Wollen wir immer. Gibt es eine Off-Chance, dass wir nächste Runde Mentor into Time Walk machen? Das wäre ganz schön Zucker. Es dauert auf jeden Fall, was auch immer wir tun, Ewigkeiten, bis wir Sun Titan hardcasten. Also schieben wir den erstmal in den GY. Lantex.
Kann man machen. Ja, 3-Drop plus Time Walk ist eine Option. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir auch nicht, den Mentor zu triggern. Ich möchte das, glaube ich, schon machen. Adeline wäre alternativ auch eine gute Möglichkeit gewesen. Mal mit Time Walk auch mal direkt, damit wir auf jeden Fall den Token mitbekommen. Das können wir auch auto-yielden. Kennt er. Die triggert meine Schergen. Random von Insekt-Token angegriffen. Damit können wir erstmal arbeiten. So, jetzt darfst du auch Land taxen. Parallax Wave, das ist eine starke. Vor allem, weil die Token nicht wiederkommen. Ja, dann brauchen wir, glaube ich, ein bisschen extra Power hier. Spicy. Ebenfalls spicy. Da muss aber auf jeden Fall die Parallax Wave leer gemacht werden. Aber das wird er jetzt sicherlich freiwillig tun. Na, lässt er sich auf 3 hauen? Will ich noch Disenchant vorher spielen, um den zu pumpen? Das hat sich jetzt erledigt. Okay, damit ist dann ja alles ziemlich kristallklar. Ich werde da Devs legen, warten, bis die Parallax Wave ihre letzte Marke verliert und dann die Stage Action machen. Das heißt, ich habe Disenchant noch offen, aber keine Möglichkeit, Adeline noch dazu zu legen. Da müssen wir das irgendwie so hinkriegen. Gegner ist auf jeden Fall tief im Tank. Palace Jailer. Okay. Krieg da eine Krone. So, wenn er das so spielt, hat er entweder noch einen Swords to Plowshares. Oder ein Wasted March.
Aber ist ja eigentlich auch komplett egal. Wir gehen einfach in seinen Endstep, machen die Thespian Stage und wir können ja immer noch zusätzlich disenchanten, um. Dings. Choose a dark depths to keep. Ich würde gerne die mit ohne Eismarken behalten. Und damit das hier auch alles seine Richtigkeit hat, hätte ich auch gerne meine Kreaturen wieder, falls der 2020 nicht reicht. So, End of Turn 25 Power generiert. Vorher 0 Power. Finde ich eine ganz gute Menge eigentlich. So, damit der jetzt nicht aus Versehen noch gewinnen kann, beseitigen wir noch den da. Ah, es ist Ephemerate. Wow, okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch einen Weg daraus findet. Krasse Scheiße. Das ist natürlich ungut. Wenn wir den ausspielen, kriegen wir einen Human. Er muss dann gleich blocken. Tatsächlich können wir dann diese Runde nicht mehr Liefeld angreifen. Das ist schade. Tja, hätte ich dann nicht auf Nummer sicher gespielt, sondern einfach reingerömert, hätte ich in Response auf den Blink die Jitte benutzen können. Das wäre natürlich wesentlich besser gewesen, aber ich muss zugeben, ich habe nicht einmal im Ansatz dran gedacht, dass er Ephemerate haben könnte. Jetzt wissen wir es. Das Gute ist, wenn er jetzt in den harten Kontrollmodus geht, haben wir den Monarchen auf unserer Seite. Selbst wenn unser Board jetzt wiped, sieht das immer noch sehr gut aus. Ja, die ganz großen Umbaumöglichkeiten habe ich hier sowieso nicht. Lailia ist die beste Karte, die wir noch im Board haben, aber der Splash kommt leider so überhaupt nicht for free. Das ist eine anständige Hand. So, im Vakuum würde ich vorschlagen, Mox, Land, Talia. In Abhängigkeit davon, was er in seinem Turn 1 entgegenwirft. Giver of Runes, ja, die ist mir einigermaßen Latte. Land Mox. Die Alternativline könnte sein, jetzt ein Signet hinzulegen, um einfach genug Mana zu haben. Naja, genau. Schönen guten Abend, Lilzep. Schön, dass du am Start bist.
Ich glaube, ich finde Signet Rampofant tatsächlich auch besser an der Stelle. Dann habe ich nächste Runde die Möglichkeit, Talia und Ascha zum Beispiel zu legen. Wenn ich noch ein Land ziehe, habe ich noch mehr Möglichkeiten. Sonst wäre ich davon abhängig, dass ich nächste Runde Land topdecke. Und in so eine Abhängigkeit muss man sich ja nicht reinbegeben. Er hat jetzt der Runde 1 auch nicht gezeigt, dass er das zwingend ein Deck ist, was von einer Talia komplett rausgebremst wird. Jetzt könnte man sogar erstmal die Jitte legen statt dem Ascher. Denke, das mache ich auch. Er hat Mana Leak und er wollte Jitte nicht countern. Wow. Okay. Spannend. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass er ein Removal für Jitter auf der Hand hat. Lantex, ja, die hättest du auch rausboarden können on the play eigentlich. Ich denke, die wird nicht allzu schnell ausgelöst werden. Ja, an der Stelle kann ich einfach einen Recruiter und einen Ascher aufs Board packen. Nächste Runde vielleicht sogar den Recruiter blinken. Je nachdem, wie das sich alles so ausgestaltet. Erstmal überhaupt gucken, ob der resolved und dann mal gucken, was überhaupt in meinem Deck ist. Yes, I want to use this. Einiges an Möglichkeiten. Valoris könnte auf jeden Fall schon Nathalia zurückholen. Mentor finde ich nicht so überzeugend. Knight kann uns die Lands-Combo organisieren. Ich glaube, ich finde die Valoris Recursion Line am attraktivsten. Stage. Ich muss schon mehr Länder haben als er, damit da was Schlimmes passiert. Ne? Dann kann ich das auch jetzt tun. Das ist leider. Brauche ich Triple Weiß für den Lurrus Thalia Move. Die kann nicht self-protecten. Achso, ich könnte natürlich auch Jorion spielen. Und den Recruiter blinken. Wenn er das countern oder removen will, ist das eigentlich okay. Aber ich glaube, ich mag tatsächlich lieber die Jitte aktiv haben. Das kann ich auch noch später machen. Ja, dann lasse ich den erstmal connecten. Es kann sein, dass er ein Mass Removal hat. Kann sein, dass er auch eins reingebordet hat, falls sein Main Deck so nicht aussah. Ich denke, ich nehme jetzt einfach den Free Value hier mit und mache so einen wesseligen Token. Meine Handkarten kann er ja nicht wirklich angreifen, so wie das bisher aussah. Ich hoffe, dass er einfach noch zwei Länder oder so auf der Hand hat, die er nicht ausspielen will, um seinen Landtax anzukriegen, was ich ihm natürlich niemals erlauben werde. Außer ich lege diese Plains hin, was ich aber glaube ich nicht tun werde. Boah, an dem Punkt können eigentlich auch alle angreifen, weil die Jitte schon Marken hat.
Also ich bin sowas von am Drücker hier. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche Commitments machen muss. Ich behalte mein Land auf der Hand, damit seine Landtax nicht auslöst. Ich kann mit Thespian Stage gleich eine Plains kopieren, um Option auf Laris Thalia zu haben. Und er soll mir mal zeigen, was er gegen dieses Board tun kann. Gilded Drake. Exchange Control of Gilded Drake and up to one target creature and opponent controls. Dann hat er die Kreatur. Die Jitter hängt da zwar noch dran, aber ich kontrolliere die Jitter ja immer noch. Das ist einigermaßen unproblematisch. Ist auch nicht, was er sich davon jetzt verspricht. Machen wir uns mal ein weiteres weißes Mana. Smokestack. So, so. Ephemerate kann keine Kreaturen blinken, die man ownt, aber nicht kontrolliert, oder? Und die G-Bot, wie sieht denn das aus? Target Creature you control. Das ist also ungefährlich. Der sagt Permanents you own and control. Das heißt, damit kann ich mir den Ascher auch nicht zurückholen. Das ist ein bisschen bedauerlich. Aber auch alles halb so wild. Ich hätte die Jitte, glaube ich, ganz gerne an diesem Flieger. Den finde ich eigentlich ganz attraktiv. Weiß jetzt auch nicht, warum er mir den gegeben hat. Aber bitteschön. Dann machen wir doch mal. Wait, wie viele Marken hat die? Ich kann plus 8 machen, dann ist der 11. Das reicht um 1 nicht. Ja, dann machen wir den da mal eins kleiner. Und dann können wir von mir aus Damage machen. Und dann können wir zur Sicherheit den auch noch kleiner machen. Und dann sehe ich nach wie vor keinen Anlass, an meinem Board irgendwas großartig zu verändern. So, er hat aufgegeben, er hat das vierte Land gelegt. Sieht ein, dass im Landtex einfach einmaligen ist. Wenn man on the play ist. So, da passiert nichts weiter. Balance. Oh, das ist jetzt keine so beeindruckende Karte. Wenn man ehrlich zu sich ist. Tja, dann gehen die mal attacken. Da sind bis dahin 6 Damage. Ich gehe davon aus, dass er irgendwie Instant Speed Interaction hat. Wenn nicht, ist es auch fein. Gut, er möchte nicht. Dann können wir das auch gerne einfach dabei belassen. Dann mache ich jetzt, glaube ich, mal den Laris Thalia Move, um eventuelle Frechheiten von seiner Seite zu verhindern. The Wandering Emperor. So viel zum Thema Frechheiten. Wird die Tante noch groß was ändern, ist die Frage. Der könnte sie gleich leer machen, um einen Blocker zu bauen, der halbwegs egal ist. Ja, ich
denke, mein Ursprungsplan ist immer noch richtig. Knödeln uns die Natalia aufs Feld. Und gucken uns mal an, was da so los ist. Skydiver. Der möchte meine Jitter haben, denke ich. Dann haben wir wohl ein paar Responses. Erstmal den da kaputt machen. Und dann müssen wir die leider leer machen. Ist jetzt auch nicht so ganz, wie das nicht Liefel werden soll. Spielen wir den mal vorher. Weil Laris ja geblockt werden wird. Und dann machen die restlichen aber 5 Damage. Sehr schön. Haben wir rausgefunden, was unser Deck tut? Wir haben noch nicht rausgefunden, was das hier für eine Karte ist. Ich glaube immer noch eine monoblaue Karte mit dezenten Azorius-Flavor aus irgendwie Ravnica Allegiance oder so. Selective Snare. Das ist Guilds of Ravnica. Aber ja. Das ist ja eine interessante Karte. Sehr offensichtlich Portal Three Kingdoms. Vielleicht irgend so eine blaue, zieh drei Karten oder sowas. Oder sucht den Artefakt. Kong Minz Contraptions. Jetzt bin ich gespannt. Wow. Kong Minz Contraptions ist tatsächlich ein Human Soldier und kein Artefakt oder sonst was. Schießt für Tappen 2 Schaden auf einen Attacker. Okay. Sieht borderline brauchbar aus für. Was ist das denn für geil? Price-Tag hier. $92 oder 7 Euro. Was zur Hölle ist da los? Vielleicht, wenn euch ganz langweilig ist, guckt mal nach, ob das tatsächlich der Realität entspricht. Vielleicht könnt ihr das Geschäft eures Lebens machen. Nächste Runde hat gestartet. Wir spielen gegen Dudley the Dog. Dudley the Dog sagt, MTG-Bot steht 2 zu 0. Das heißt, wenn der uns besiegt, gewinnt er eine Trophäe. Das müssen wir auf jeden Fall mit allen Mitteln verhindern. Bei unserer Ehre. Hand ist unspektakulär. Wir halten sie. Gegner ist auch of the Celestia Persuasion. Das Ende des Kopters ist nah. Müssen wir uns wohl einen Laris raussuchen, um zeitnah wieder einen Copter aus dem Graveyard haben zu können. Wäre genauso okay gewesen, an der Stelle den Knight of the Relic zu holen, um
Land Shenanigans in Start zu bringen. Aber ein grün-weißes Deck, was 2 zu 0 steht und keinen Ultra-Agro-Start hinlegt, ist vermutlich voll mit Antworten. Entsprechend bleiben wir da erstmal so ein bisschen low-key. Wie der nordische Gott. Mox Jet. Acidic Slime. Oh, das ist broken. Durchaus broken. Solange er den Slime nicht blinkt, ist alles gut. Gears Cradle. Vielleicht ist doch nicht alles gut. Hat auch noch ganz casual einen Pulukranus auf der Hand. Na klar. Ja, mit so einem Deck kann man auch mal 2-0 stehen oder das Finale gewinnen. Da sind wir ein bisschen chancenlos gegen. Ja, ist der Neid, aber jetzt haben wir kein grünes Mana mehr. Müssen leider erstmal eine kleine Abstimmung starten. Wer ist dafür, dass Polukranos ins Exil geschickt wird? Einstimmig entschieden. Gut, dann müssen wir jetzt hoffen, dass er mal den nächsten Turns nicht so viel Gas zieht, damit wir ein bisschen zurück in dieses Spiel kommen können. Sieht leider nicht so aus, als wäre diese Hoffnung in Erfüllung gegangen. Ach so, na klar. Jo, das ist extrem stark, was er da tut. Da muss ich einfach Mulligan auf Sapphire Soulring machen, damit ich irgendwie mithalten kann. Das langsame Herumgedördel kann ich mir auf jeden Fall von der Backe putzen. Ich glaube, Jurian ist auch Quatsch gegen ihn. Dann tue ich lieber einen Vindicate rein. Vielleicht macht er ein bisschen Stress. Vielleicht kann ich auch mit Skyclave Shade was tun. Zwei schwarze Mana-Quellen habe ich ja. Aber ich glaube nicht, dass er mich so viel weiterbringt. Das und zweimal Nuts Draws, bitte. Dann kann ich den besiegen. Ansonsten wird das schwierig. Boah, das sieht zumindest aus wie ein Start, der gut aus der Box kommt. Ich glaube nicht, dass ich mich gegen ihn traue, das Land zu cyclen. Außerdem ist das meine zweite Weißquelle, das kann ich schon nicht machen. Time Walk ist gut. Time Walk ist sehr, sehr gut an der Stelle. Jetzt können wir nämlich mal das kleine. Obwohl, ja, wir haben nur zwei weiße Mana und ich möchte gerne Dorks auf dem Tisch haben. Aber ich möchte auch gerne, dass er keine Dorks auf dem Tisch hat. Ich glaube, es ist mir eine Herzensangelegenheit, ein Removal für Sylvan Caryatid zu haben. Habe ich auch noch nicht so oft gemacht. Aber
Gibt immer ein erstes Mal, wa? Luft tanken. Ja, alles vorwärts hier. Ritter der Kokosnuss. Nein, Finelli für 1. So, da ist dringender Bedarf an Lanova-Elfen. Elvish Reclaimer? Okay. Wahrscheinlich hat er Wasteland im Deck und möchte sich auf diese Weise vor Dark Depths schützen. Wenn der wüsste, dass ich gar nicht wirklich was vorhabe mit den Dark Depths. Außer total random mal irgendwann. Strip Mine, okay. Damit ist die Dark Devs Combo definitiv Geschichte. Aber soll er ruhig seine Strip Mine für die Dark Devs Combo, die irgendwann passieren könnte, aufbewahren. Damit bin ich total fein. Ein bisschen Kreaturennotstand. Ich denke, wir sollten in Response dieses Ding da beseitigen. Wenn er das countern möchte, indem er Stripmine auf sein eigenes Land macht, dann kann er das gerne haben. Sein bestes Search Target. Okay, hat er kein Doppelweiß vorher. Die wollte ich schon nicht sehen. Schon irgendwie nicht. Ja. Der Anfang war gut, aber hinten raus passiert ja auch nicht viel. Da muss schon wirklich eine ganze Menge passieren, wenn ich hiermit noch was reißen will. In diesem Match. Sieht nicht gut aus. Solring in Time Walk war echt ein starker Start, aber es
war einfach keine Kreatur auf dem Feld, die irgendwie Business machen konnte. Die Kami-Guide ist auch echt super Rotze in diesem Deck. Würde ich auch gerne noch durch irgendwas ersetzen. Keine Sorge, diese Kreatur hat keine Jitte attached. Die will nur spielen. Cool. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenigstens zwingen wir ihn dadurch dazu, die Scriptmine offen zu halten. Jetzt hätte ich gerne einen Revoker im Deck. Ich habe einen Wasteland im Deck. Wenn ich einen Wasteland finde, kann ich proaktiv seine Stripmine beseitigen. Dann macht er meinen Dark Devs kaputt und dann kann ich einen Respawn stagen. Ja, klar. Miraris Wake. Gönn dir hart. Was kann ich ziehen, um das nicht zu verlieren? Ich kann auf jeden Fall hier eine kreative Art von Force Field machen. Ich kann den blocken. Und 4 Schaden statt 6 Schaden nehmen. Da ist das Wasteland. So kann man nochmal in das Spiel reinkommen, eventuell. Machen wir mal kaputt, das Ding da. Ja, Wasteland war auf jeden Fall. Okay, ja, Draw. Vindicate hätte das gleiche getan. Tja, dann gucken wir mal, ne? Den kann er ja sowieso at will kaputt machen mit Polukranos. Gut, nein, kann er nicht wirklich. Nee, das ist einfach Fehlannahme. Ich kann ihn indestructible machen. Und dann kann er trotzdem indestructible blocken. Ja, den Attack hätte ich mir eventuell sparen können. Denn wenn Marit Larsch lebt, gewinne ich das sowieso. Und wenn Marit Larsch kaputt gemacht wird, bin ich wahrscheinlich sowieso tot. Ich glaube, allzu komplexe Entscheidungsbäume oder Flowcharts für die Zukunft dieses Spiels gibt es nicht mehr. Schon echt ein heftiges Land Destruction Package. Ich muss irgendwie diese Karmic Guide auch noch aus dem Deck rauskriegen. Skyclave Apparition? Nee. Shade heißt das Ding. Wäre die nächstbeste Karte aus meinem Board, die mir einfällt. Alles andere ist irgendwie zu off-color oder zu klobig. Okay, wir haben es geschafft, ein Spiel reinzuholen. Vielleicht kann man sogar einfach so einen Lotus nehmen, einfach um das Mana noch mehr abzusafen. Aber er hat auch ein Dings da. Acidic Slime, das ist natürlich blöd, aber andererseits, wenn er den Lotus trifft, ist das auch einigermaßen egal. Auf jeden Fall hätte ich in diesem Spiel, glaube ich, lieber einen Lotus gehabt als eine Karmic Guide. Er hätte noch nicht mal schwarze Karten, dass das Protection irgendwas tut.
Bin ich in der Position, ihm einen Smokestack oder Armageddon vor die Nase zu legen? Ich glaube, wenn ich schnell reinkomme mit Mox und Solring, kann das durchaus was tun. Wir versuchen das einfach so. Ich meine, es ist nicht so, dass unser Patchwork-Deck irgendwie die großen Möglichkeiten hier hätte. Ich muss schon mit dem, was ich habe, perfekt ziehen. Anders geht's nicht. Und ich glaube, das ist nicht perfekt genug. Da ist eine Kreatur. An die kann ich eine Jitte dran heften. Das passiert aber auch erst Runde 1000. Ich glaube, das machen wir nicht. Das sieht spannender aus. Das wird gekeept. Smokestack und Armageddon halten wir auf keinen Fall beide. Wahrscheinlich eher Armageddon. Wahrscheinlich eher Armageddon. Ah, andererseits mit dem Mentor, Smokestack. Ah, nicht so sicher, ob das gut war. Aber naja, ich meine, mit der Stadtern können wir erstmal sowieso keins von beiden casten. Da muss sowieso noch was passieren. Also eins von beiden musste definitiv weg. So. Schon mal nicht Stripmine, das ist gut. Oh, Thalia. Da haben wir wieder die Thalia-Signet-Problematik. Haben wir eben Non-Creature-Spells gesehen, die wir hinein können, damit er das Finale, was er nächste Runde theoretisch dann nicht spielen könnte. Er hat auch einen Mox im Deck. Andersrum, wenn wir jetzt Signet spielen, haben wir nächste Runde 4 Mana, haben da auch nicht mehr von, als wenn wir aber nächste Runde Signet für 3 spielen. Ich glaube, das ist okay, hier eine Thalia hinzulegen. Vor allem müssen wir nächste Runde ja auch nicht Signet spielen. Wir können erstmal den Monastery Mentor machen. Und dann die Runde darauf Signet. Orga of Autumn. Ja, ist leider in der Tat Autumn. Das ist okay. Gegebenenfalls nächste Runde auch Vindicate statt Signet. Mal gucken. Sechs Handkarten. Mal kurz darauf achten. Ne, es ist die Stripmine von der Hand. Sprengt die Thespians. Das ist in Ordnung. Dann können wir kein Vindicate spielen. Und wollen gerne ein Signet. Für die Ramperonis. Dann ist der Mentor 3-3 und kann da mal reinstellen. So, wieder 6 Handkarten. Im Auge behalten, ob der Orga was von oben spielt. Knight of Autumn. Er sprengt das Signet. Okay. Das kam auch von der Hand. Gut. Oder auch nicht gut. Laris ist okay. Könnte nächste Runde wieder ein Signet casten.
Wie wäre es mit kein Acidic Slime von ihm? Und dafür ungetapptes Land für mich nächste Runde. Das wäre mal was. Oblivion Ring. Das ist gut. Es ist ein getapptes Land, aber es ist okay. Ich glaube, hier hat ein Monastery Mentor einen Auftrag. Wenn der einfach durchläuft, ist mir der eine Schaden, glaube ich, egal. Dann mache ich lieber Disenchant als Surprise Package. Ist der Acidic Slime. Das ist aber okay. Jetzt habe ich ja immer noch meine drei Mana beisammen. Damit kann ich umgehen. Okay, das ist gewagt. Warum gerade mit dem und nicht mit dem anderen? Weiß keiner so genau. Guten 6-Drop. Ich habe schon zwei 5-Drops gecuttet, damit sowas nicht passiert. Reicht natürlich nicht. Tor dann. Spielen wir wohl das Signet wieder aus, ne? Der auf jeden Fall ein Attack. Talia eventuell nicht, falls der Plow Under die ganze Zeit auf der Hand hält. Soll er dafür auch schön weiter 6 Mana bezahlen müssen. Gut ist, wenn er Blow Under spielt. Wenigstens ziehe ich dann Länder. Hero of Bladehold. Das ist ein Maschinchen. Jetzt bin ich auch nicht mehr vorne auf dem Board. Council's Judgment und Vindicate als Option. Das sind beides gute Optionen. Vindicate muss zuerst gespielt werden, weil mein schwarzes Mana ist deutlich fragiler als mein weißes Mana. Machen wir das mal kaputt. So.
Die beiden können da auf jeden Fall rein. Ich glaube, an dem Punkt kann Talia auch mit. Lyris und Mentor haben, glaube ich, noch Aufträge. Block der Thalia Double trade ich gerne mit dem Schleim, der mein Mentor nicht mehr ausstallen kann. Okay, er blockt so. Interessant. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht genau wie. Ich vermute, Talia hatte was damit zu tun. Aber es hat funktioniert. Keine Trophy für Dudley the Dog. Dafür Matchball. Chance auf Finale für uns. Wundervoll. In der Zwischenzeit. Hey, den kenne ich. Der heißt Sancti Fire Ovek. Das kenne ich auch. Das ist ein cooles Removal namens Ghastly Demise. Den kenne ich auch. Das ist der Ikoria Shark, der mit Flash was countert. Fünf, vier Mystic Snake für 5. Nee, ah, das war der Corset Shark. Die überraschend starke große Common-Karte. Na gut, das ist ein Gatekeeper of Malakir hier übrigens. So, dann spielen wir jetzt Snake in the Blender. Das ist Pendant zu Frosch im Mixer oder was? Auf jeden Fall ist Snake in the Blender auch 2 zu 0. Genau wie wir. Das ist eine interessante Hand. Ja gut, gucken wir uns das mal an. Jetzt müssen wir zweimal gegen Leute spielen, die 2-0 stehen. Das ist natürlich eine. Naja. Aber die Leber wächst mit ihren Aufgaben, oder wie heißt es so schön? Starten genau wie er auf 7. Wir starten mit getapptem Land und ja, werden erstmal konservativ Vanguard into Adeline versuchen. Außer er liefert uns Gründe, irgendwie mit Wasteland oder Balance handgreiflich zu werden. Nee, das sieht sehr nach erstmal eine Vanguard bauen aus. So langsam. Sprechen wir dann eventuell aber doch über Balance. Ich finde die Adeline immer noch stark genug. Wer ist eigentlich Adde?
Gulp. This is not a mana producing land. Ja, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen von dem Gargaroth vermöbeln lassen und dann irgendwie mit Balance zurück in das Spiel kommen. Ich glaube, das ist die Line, die hier funktionieren kann. Da Balance sowohl auf Kreaturen als auch auf Handkarten als auch auf Länder geht, können wir das hier auch erstmal so weiterführen. Wichtig scheint hauptsächlich zu sein, dass wir irgendwas gegen Kreaturen machen können. Ja, wichtig, Gargaroth Trample, das heißt, Jumpen ist auch nicht so richtig Mittel der Wahl. Wir können doppelblocken. Mit Adeline und Lurrus. Das kann natürlich theoretisch Börse schief gehen. So, macht Karte gezogen. Ja, wir gucken einfach mal an, ob das klappt. Und weiter macht er nichts. Flash oder Counter oder whatever. So, die ist 04. Das bringt uns also nirgendwo hin. Schauen wir mal, ob wir eine Jitte ins Spiel kriegen. Das ist gleich beim Borden dringend wieder die 5 Drops rausborden und irgendeinen wilden Scheiß dafür reinnehmen. Mana Drain. This could turn into a problem. Behemoth, na klar. Kann man sich mal so zusammenziehen. Da kommen wir nicht mehr rein. Ja, also Jorion und Karmic Guide bleiben auf jeden Fall weiterhin die Haufen der Nationen. Vindicate ist cool. Lotus nehmen wir auch nochmal mit rein. Der ist mit Balance auch einigermaßen witzig. Aber auch da wieder. Sieht nicht gut aus. Boah, die Hand ist auch nicht gut. Die macht überhaupt nichts. Die macht ein bisschen mehr. Kann ich eine Plains wegtun? Keep and put bottom. Done. Play Tryland. Wie ist der Man gerade eigentlich auf 8 Mana für den Behemoth gekommen? Der hatte zwar 2 Mana Drain Mana, aber der hatte doch nicht 9 weitere Mana da liegen, oder? Obwohl doch, er hatte 3 Kreaturen, die Mana produzieren. Doch, das kann schon sein.
Kleines Weglegen war schon mal gut. Vindicate. I'm tempted. But not tempted enough. Ne, ich glaube, ich muss eher die großen Klöpse, die da rauskommen, mit Vindicate handeln, anstatt jetzt sein Forest zu zerstören. Das bringt, glaube ich, nichts. Zumal ich ja sowieso eine gute Line habe. Und es mir durchaus eine Herzensangelegenheit ist, diese Planes wegzucyceln. Toski kann ich nicht Vindicate. Also ich kann Vindicate darauf spielen, ist dann aber kacke. So, ich kann Recruiter machen und One Drop legen, aber ich glaube, das ist nicht gut. Wir möchten auf jeden Fall das Signet haben, um den Prowess-Trigger zu haben. Ich denke, die Planes will dann auch rein. Für Recruiter. Und mit dem suchen wir uns dann einige okaye Möglichkeiten. Der Knight braucht. Oh, ich glaube, wir versuchen mal den Knight. Die Knightline. Der haben wir heute noch gar nicht gemacht. Der kann ja normal geblockt werden, ja. Ich möchte da schon gerne den Damage noch machen. Ich kann auch fröhlich weiter Planes discarden. Der kriegt einen Vindicate. Toski muss attacken und kriegt jetzt mal ein monasterisches Stoppschild vor die Nase. Gilded Lotus. Of any one color. Das passt nicht. Ja, aber wir wollen sowieso hauptsächlich und hauptberuflich dann wollen wir das Ding croon. Den Damage muss ich an der Stelle mitnehmen, denke ich. Kann er gleich eine Karte ziehen, wenn er mit seinem Elfen mit angreift. Aber 8 Damage kann ich jetzt nicht liegen lassen. Eine Insel.
brauche ich nicht. Habe blaues Mana auf dem Tisch. Das geht auch so. Das ist ein Forest gewesen, werde ich den Lotus discarded und den Knight nachgelegt. Na, ja, aber das funktioniert so nicht. So, er packt noch irgendwelche Teufeleien aus. Mit einem Zenith oder sowas. Krasis, oh Gott. Krasis ist durchaus nicht, was ich sehen wollte. Allerdings hat er gleich trotzdem nur einen Blocker. Er geht auf 7 Leben. Toski muss attacken. Krasis kann Copter blocken. Wenn ich gleich für 5 einfach den Lotus hinlege, dann kriege ich noch einen Prowess-Token, der den Copter croonen kann. Und das sind dann 3, 4, 5, 6, 7, dann ist er einfach tot. Das Toski also einfach durch, soll er seine Karte ziehen. Dann brauche ich schon eine Force of Will oder Force of Negation, um aus der Nummer rauszukommen. If I am not mistaken. Du da rein. Geht gerade auf, dass er auch mit einer Force of Will da nichts hätte tun können. Ich brauche ja nur den Cast-Trigger von dem Lotus. So, dann Matchball. Chance auf das große Finale. Können wir uns da noch irgendwas... Nee. Die Antwort ist die gleiche wie eben. Wir müssen mit dem, was wir haben, Random Nuts ziehen. Dann haben wir eine Chance. Aber auch nur dann. Oder sagen wir so, wir müssen mit dem, was wir haben, 2 Ligen Nutziger ziehen als der Gegner. Wenn wir Mist machen und der Gegner größeren Mist macht, geht das alternativ auch. Bisher wird das Deck sehr von den Trioben und den Random Splash-Karten getragen. Ich hätte von Anfang an vielleicht schon den Mut haben sollen, um Vindicate rein zu tun, statt der nutzlosen 5 Drops. Oder statt eines wenigstens. Der Gilded Lotus sieht super weird aus in diesem Deck, aber naja. Was will man tun? So, wir haben eine Vanguard und eine Balance. Einen nutzlosen Time Walk. Wenn er schnell aufs Feld kommt, können wir das mit Balance eventuell ganz gut rasieren. Das Problem ist natürlich, wir verlieren unsere Handkarten. Ja, man will ja eigentlich die Balance plus Artefakt-Mana handhaben, weil die ja liegen bleiben. Ich meine, wenn ich meine Handkarten verliere und der dafür seine Länder und Kreaturen, ist es, glaube ich, in Ordnung. Ich versuche das mal.
Darf natürlich nicht vergessen, er hat auch Mana Drain gezeigt. Das heißt, ich habe keinen Freifahrtschein mit der Balance. Ich muss die ja auch schon irgendwie anbringen, wenn er ausgetappt ist. Okay, wenn er keine Kreaturen legt, dann muss ich ihn natürlich pressuren. Roku. Schon hatte sich das Balance-Thema in schöner Vollständigkeit erledigt. Planeswalker und Artefakte, ja. Oko rappt das Spiel natürlich jetzt erstmal around himself. Auf den müssen wir jetzt erstmal einprügeln. Mit Wasteland gegen das Tropical vorzugehen, ist wahrscheinlich ein bisschen esoterisch, aber andererseits vielleicht auch nicht. Er hat durchaus gezeigt, dass er in der Lage ist, auch große Mengen Mana zu verwenden. Sollte ich wahrscheinlich, um nicht in random Tricks reinzurennen. Ich meine, was wird es groß ändern, aber ich denke, wenn das Board so bleibt, muss ich Warstell auf Tropical machen. Gilded Lotus. Das ändert in der Tat etwas. Das bedeutete nämlich, dass ich nächste Runde Lotus into Time Walk oder Lotus into Balance machen könnte. Was hat er eben für 6 Mana gezeigt? Krasis. Boah. Das wäre okay tatsächlich. Ich glaube, dass können wir, das geht alles. Wir müssen nur zusehen, dass dieser blöde Oko vom Feld geht. Ich greife den jetzt auch schamlos mit allen, dann ist mir egal. So, der Horrorschergel ist vom Feld. Schrauben wir weiter fröhlich an der Bordpräsenz. Müssen nur noch gegen ein 3-3 gebratenes Wildschwein ankommen. Consecrated Sphinx, na klar. Sicher, kein Problem. Alles fein. Mit Balance eventuell tatsächlich alles fein. Stage spielen wir auch wohl. Dann bauen wir uns erstmal einen Lotus. Haben wir Text an der Stelle? Die Sphinx wird dummerweise Adeline aufessen. Also 20 Leben, da haben wir auf keinen Fall Attacks. Das läuft nicht. Dann rein mit dem Walk. Und nicht reingewalkt. Klingt zwar dämlich, ist es auch.
So, was Gutes von oben, bitte. Oh, Armageddon. Das ist in der Tat was Gutes. Das ist in der Tat was Gutes. Das sollte uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit geben, hier irgendwelchen Unsinn zu veranstalten. Wenn ich jetzt auch noch Balance spiele, hat er auch keine Handkarten mehr. Das Dumme ist, er hat immer noch eine Consecrated Sphinx. Entsprechend machen wir das erstmal nicht. Schlechtes Timing. Hätte ich die Länder mal andersrum gelegt. Kann ich die Stage noch irgendwie aus dem Grave kriegen? Ich glaube nicht, ne? Ich brauche mal irgendeine Kreatur, damit diese olle Adeline an der Sphinx vorbeikommt. Scheiße. Ballista. Na ja, gut, klar, er möchte nicht discarden. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr F6 drücken, weil ich muss eventuell die Vanguard regenerieren können. Smuggler's Copter. Projekt Gegner deckt tot. Nimmt konkrete Formen an. Dadurch könnte ich jetzt mir jetzt eine Kreatur mehr generieren. Bringt aber auch nichts, weil er dann mit der Ballista den Token abschießen kann. Wir sind also immer noch nicht weiter verglichen mit vorher. Das ist auch so bedingt hilfreich. Ne? Frage ist, wann kommt der Zeitpunkt, Balance Scheiße zu machen? Er behält halt einfach immer noch die Bordhoheit. Vier, fünf Mana hat er jetzt nächste Runde, möglicherweise sechs Mana. Ich glaube, es müssen einfach verrückte Dinge passieren. Ich spiele die Dark Devs aus. Ich plane die Dark Devs, mir meinem eigenen Wasteland zu sprengen. So habe ich weniger Länder und weniger Handkarten.
Unter der Annahme, dass er jetzt nochmal das Board voll klatscht und irgendwie einen Behemoth-Turn vorbereitet, kann ich, glaube ich, nächste Runde den meisten Damage mit einer Balance erreichen. Riftwing Cloudskate. Jetzt bin ich gespannt. Nein, ich bin doch nicht gespannt. Er nimmt einfach den Lotus. Scheiße. Ja, ist blöd. Das ist schon mega blöd. Vor allen Dingen, weil ich dann meinen Landmove nicht machen kann. Bounce auf Lotus wollte ich jetzt nicht sehen. Super ärgerlich. Vier Mana. 5, 6, 7, 8 Mana. Ja, nächste Runde ist auf jeden Fall Behemoth-Zeit. Da komme ich so ohne weiteres nicht mit klar. Da muss ich jetzt Balance zünden. Da gibt es wohl keine andere Möglichkeit. Ich glaube aber nicht, dass es mir noch das Spiel gewinnen wird. Ach, ärgerlich. In diesem Spiel sind es einfach so Kleinigkeiten, die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Die positive Nachricht ist, auf diese Weise habe ich selber auch noch ein Land auf der Hand und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann nochmal ein Removal auf die Sphinx caste und wieder Attacks habe. Aber so richtig toll ist das schon echt nicht. Ich meine, immerhin war es eine komplett einseitige Balance. Sowas hat man auch nicht allzu häufig. Hey, warte mal. Jetzt hat das aber auch so interessant gesackt, dass ich tatsächlich Attacks habe, ne? Weil er nicht auf den Token geschossen hat, aus verständlichen Gründen. Dann müssen jetzt der da den Garruk angreifen. Müsste eigentlich gar nicht. Der kann auf jeden Fall ihn angreifen. Wenn der Kopter Garruk angreift, müssen Finken mit. Und der kann auch ihn angreifen. Möchte ich looten an der Stelle, dann zieht er nochmal zwei extra Karten. Ich glaube, das möchte ich mir sparen tatsächlich. Token dahin. Er wird den Kopter essen, Garruk verlieren, 10 Schaden nehmen. Das ist ein okayes Outcome tatsächlich.
Das ist keine faire Karte. Haben wir noch Attacks? Ich glaube nein. Er kann die drei größten blocken. Er hat vor allem zwei Wölfe, um mit Adeline zu traden. Das ist auch eine absolute Katastrophe. Ich fürchte, das wird nichts mehr. Zwei, drei, vier Mana. Nächste Runde 5 für den Lotus, der mich aber auch nirgendwo hinbringt. Bringt es mir noch was, sein Land zu zerstören? Ich meine, Karten ziehen will er damit ja eh nicht mehr. Ja, aber ich denke, es ist schon Programm, da noch gegen vorzugehen. Ah, ist ein sehr gutes Spiel, aber die Kleinigkeiten haben leider nicht gepasst. So, jetzt bin ich am Arsch. Wenn ich doch einfach nur das Wasteland hinlege statt der Thespian Stage. Ich konnte nicht wissen, dass ich Armageddon nachziehe. Und wenn dann einfach nicht im letzten Moment der Bounce auf den Lotus kommt. Nervig. Richtig nervig. Ich meine, machen wir uns nichts vor, sein Deck war offensichtlicherweise stringent und 5000 Mal besser als unseres. Entsprechend ist das 2-2-1, was fast ein 13-0 gewesen wäre, auf jeden Fall charmant. Ich hätte aber doch gerne die Trophy gehabt, muss ich zugeben. Naja. Anyway, fast auf den Punkt 2 Stunden. Das war doch ein schöner Feierabenddraft. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.